Ja, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Der Valentinstag steht ja kurz bevor. Das heißt, wir brauchen was Schönes, was wir mit unseren Liebsten zusammen essen können. Vielleicht machen wir uns sowieso unsere Lieblingsspeisen, aber zumindest als kleinen Appetizer, als Entree, habe ich gedacht, könnte man zum Beispiel einen wunderbaren Flammkuchen machen, den wir in Herzform ausschneiden werden. Und ich gebe darauf dann getrocknete Kirschtomaten, eine Fenchelsalami, die ich als Chip zubereiten werde, Tajasca-Olive und das war's. Ganz schlicht und ergreifend, aber sehr geschmackvoll. Das heißt, wir haben den französischen Flammkuchen, sozusagen L'amour aus Frankreich und wunderbare italienisches Feuer in Form der Tomaten. Also der erste Zwischenschritt ist geschafft. Dafür hat man ja wunderbar diese Kochsendung, wo ich sagen kann, ich habe mal was vorbereitet und das habe ich tatsächlich getan in dem Fall. Also die Tomaten habe ich mir einfach nur halbiert und damit etwas Knoblauch, weißem Balsamico, Olivenöl, eine Prise Zucker und Salz, einfach alles schön gemischt und dann auf ein Blech gelegt und bei 120 Grad für ungefähr eine Stunde antrocknen lassen. Das heißt, so sehen sie dann aus. Die sind noch richtig schön saftig, aber unglaublich aromatisch. Das heißt, dieses Ganze, ja, durch das Antrocknen konzentriert sich natürlich der gesamte Geschmack und das sind so richtige kleine Geschmacksbomben. Dann die Fenchelsalami habe ich einfach nur auf dem Backblech gelegt oder auf dem Backpapier in den Ofen geschoben, so bei 160 Grad und einfach nur zu solchen kleinen Crisps trocknen lassen bzw. backen lassen. Und das finde ich ist sehr schön, wenn man dann diesen Crunch oben drauf hat. Und ja, das wird sozusagen unser Topping werden. So, das heißt, unsere Tomaten sind fertig, die Salami ist fertig. Das heißt, jetzt habe ich hier noch unseren Sauerrahmen, ein Ei, ein bisschen weißen Pfeffer, Muskatnuss, natürlich immer, immer gut. Und noch eine Prise Salz. Das Ganze verrühre ich mir jetzt. Und damit bestreichen wir dann unsere Flammkuchenherzen. Belegen sie und dann ist es auch schon 5 bis 7 Minuten, würde ich sagen, im Ofen. Und dann können wir unsere Liebsten damit überraschen. Ja, und wie ihr seht, ich habe heute mal auf gekaufte Flammkuchenböden sozusagen zurückgegriffen, weil wir wollen ja am Valentinstag nicht den ganzen Tag in der Küche verbringen, sondern mit unseren Liebsten zusammen sein. Das heißt, ich finde es auch vollkommen okay, wenn man so einen Flammkuchenteig sich kauft. Gibt es eigentlich immer in jedem Kühlregal zu finden. Ansonsten kann man natürlich auch selbst machen, aber ja, warum, wenn wir heute noch was anderes vorhaben? So, ich dachte, wir schneiden uns das herzförmig aus. Dazu würde ich das einfach mal so freihand machen. Ist ja auch schön, wenn es ein bisschen selbstgemacht aussieht. Also man könnte jetzt ein Plätzchen Ausstecher nehmen, zum Beispiel, wenn man einen hat. So wie ich dachte, ich hätte einen, aber war nicht der Fall. Oder ja, man baut sich eine kleine Schablone, das geht natürlich auch, dass man sich ein Stück Karton ausschneidet und dann vielleicht in Alufolie einwickelt und da sich dran orientiert. Aber ich finde, das ist eigentlich so auch ganz schön. Mir gefällt es eigentlich ehrlich gesagt ganz gut, wenn die nicht alle gleich aussehen, sondern so ein bisschen individuell. Das heißt, jetzt nehme ich mir etwas von meiner Creme. So, da gebe ich jetzt ein paar von den kleinen Tomaten drauf. So, und als kleinen Appetithappen vorweg finde ich, ist das sehr schön. Ein schönes Glas Rosé dazu. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Die Herzen gebe ich mir jetzt auf dem Backpapier. Ich habe nämlich schon im Ofen ein vorgeheiztes Blech. Da lasse ich die nur raufgleiten. So, das verschwindet jetzt für 6 Minuten im Ofen und dann sind sie fertig. So, die Herzen sind aus dem Ofen gekommen. Jetzt gebe ich noch diese kleinen Fenchel-Salami-Chips drauf für den Crunch.
Noch ein bisschen schönes Basilikum drauf. So, ich würde sagen, zwei Herzen pro Teller, wunderbar. Und jetzt müssen wir das nur noch zum Tisch bringen und uns ein schönes Glas Wein dazu einschenken. Ich würde sagen, Rosé natürlich, passt besonders gut. Und ich wünsche euch einen schönen Valentinstag und habt eine schöne Zeit und lasst euch vielleicht dieses kleine Flammkuchengebäck schmecken.